Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in der Welpenschule. Wir haben, heute ist Freitag der 20. Das heißt also, die Welpen sind jetzt 11 Tage alt. Und es gibt was Neues. Die kleinen Racker laufen. Die können schon laufen. Die laufen wirklich, also ja, noch nicht so richtig so, aber wieso wir Babys. Das machen es alle jetzt. Also ersten Gehversuche sind jetzt da. Und schon am Knurren und am Kämpfen, wie Rottweiler halt eben, also sind dann da. Ne? Das will ich euch heute zeigen. Und ganz wichtig heute noch, wir werden heute etwas ganz Verwegenes wagen. Wir werden es heute wagen. Und zwar, wir werden Adolf, den Papa, den lassen wir heute auf die Welpen los. Und wir werden mal sehen, was passiert. Wird er sie zerfetzen? Wird er sie fressen? Was wird passieren? Adolf kommt heute rein und seid gespannt, was passiert. Aber erstmal, ich zeig's euch noch, wie sie richtig aussehen. Jetzt geht's los. Dann lauf mal. Na? Wie so Babys, ne? Wie so Babys, ne? Es läuft. Es läuft. Naja, es läuft nicht so richtig. Naja, aber man gibt sich Mühe, ne? Man gibt sich Mühe. So, dann haben wir noch, dass Ella nicht genug Milch mehr gibt. Und wir müssen noch einiges an Ziegenmilch jetzt dazugeben. Und jetzt gestern schon. Ich schneide das hier jetzt nochmal rein. Das sind also die Aufnahmen davon gestern. Kommt aber doch vor, dass Kira ab und an nicht genug Milch hat, ne? Und dann ist jede Hand gefragt. Ziegenmilch, ne? Kriegen sie dann? Weil wenn die alle da mal ziehen, weißt du, wenn die alle jetzt hier mal ziehen, da weißt du, und dann ist ruckzuck die Milchbar dann geschlossen. Das hat mehr, ne? Da muss schon ein bisschen was nachfüttern, ne? So, pass auf hier, 60 Watt Ziegenmilch, ne? 400 Gramm. Sind nur 400 Gramm hier Ziegenmilch und was kostet 60 Watt, ne? 60 Watt. Oh, die. Ja gut, kommt auch vor, ne? Und dann fangen sie an zu schreien hier und dann hat nicht mehr. Nichts mehr da, ist nichts mehr da. Ja, drei. Hallo, ich habe zwei Hand. Da wird sich Malaika aber freuen, oder? Wenn sie jetzt kommt, hier, da kannst du mithelfen. Ah, die Babys füttern, ey, super. Ey, Ruhe da hinten. Muss man da so schaukeln? Nee. Muss das so sein, oder müssen wir da kotzen? War geschlossen. Putzen. Gut, geh mal. Gut, fertig. Nächste. Frau Hunger. Oh. Da steckt Nei. Violett. Fertig. Warum hat die jetzt ein Schleifchen um? Fall. Weil? Nee, falsch. Falsch. Frau hat nie jetzt hinter mir. Nee, Schleifchen war jetzt drum. Da war eine von den Damen, war so klein. Und dann haben wir da gesagt, hier kommt, na, lege ich mal ein Schleifchen drum. Dass man gleich sieht, das ist die kleinste. Ne? Und dass die dann nicht weiter weggedrückt wird, ne? Lass uns jetzt gleich sehen, nachher hier, pass auf. Da müssen wir drauf achten. Aber jetzt ist sie schon wieder gut nachgezogen, ne? Jetzt sieht man keinen Unterschied mehr. Ne? Und da steckt viel drin in der Ziegenmilch, muss ich schon sagen. Also da, die sind danach wirklich jetzt pappsatter, weißt du. Machen da nichts mehr. Ne?
Ja, Kira. Bist kaputt. Bist schlapp. Macht mich so fertig. Ja, ja, ja. Ach, das Leben bringt mich um. Nee, die Welten bringen mich um. Oh. Oh, ich bin so kaputt hier. Ja klar, das schlaucht auch, schon klar. Ne? Für so einen Hünden ist auch ein Loch klar. Ne? Das schlaucht auch, das zieht ja auch natürlich raus auch. Ne? So eine Horde hier. Oh, ich bin total schlapp, ey. Boah, voll fett, ey, du voll dicke Bauch. Nein, nein, putzen. Bier. Bestimmt. Anuk. Anuk. Bitte helfen! Gib so mir für ein Hund, Bibi, wie Hund. Ja, also wir müssen da echt ein bisschen zufüttern jetzt, ne? Aber. Sehr spielende. Ah. Wenn Kinder kommen. Weißt du, wenn die dann anfangen da zu schreien dann da, ne? Und ich hab Hunger. Und Ella, Kira liegt zwar dann da, ne, und gibt dann auch, aber scheinbar werden die nicht satt und machen dann Theater. Ne, dann gehen wir lieber noch was dazu, dass da nichts mit passiert dann, ne? So. Lauf, Forrest, lauf! Lauf, Forrest! Lauf, Forrest, lauf! Soll doch laufen, krabbeln jetzt hier. Ne? Deswegen müssen wir jetzt auch schon hier die Klappe zumachen. Ne? Weil die hauen echt ab, ne? Die hauen ab. Da muss ich aufpassen, dass du da nicht drauf trittst. Wenn du hier mal hier reinkommst da und es ist dunkel da, ne, wäre natürlich misslich. Ne? Also zumachen die Klappe hier. Und dann kann nichts passieren. Ne? Was wird passieren? Oh Gott, was wird passieren? Was wird passieren? Was wird passieren? Oh nein, oh nein, was wird passieren? Was wird passieren? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ein ganz feiner Hund. Komm. Alec, oder? Schnuff, schnuff, schnuff. Wir haben das natürlich vorher schon getestet, ist das ins Klane. Also, wirklich, also er ist ein ganz, ganz feiner Hund da, ne? Und ob die das jetzt riechen, das sind jetzt meine Kinder da, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, also er macht da wirklich absolut gar nichts da und, ne? Er ist interessiert, ja, er guckt, ja, okay, gut, ne? Dass er irgendwie da... Was macht, ne? Gar nichts mehr. Leute, neugierig da, die Fenster. Bei Ella also, da machen wir es nicht. Bei Ella machen wir es nicht, weil sie hat einen ganz anderen jetzt Charakter. Aber er hier, ganz fein Charakter, ne? Ja. Hi, nein. Ganz lieb, ne? Nein, nein. Mit dir machen wir es nicht. Ja, sie können mal ja, nur.
Die muss man wachsen. Oh, sie können ja. Und was sagst du? Ich sag, guck her. Das sind Kiras Kinder. Das sind Kiras Kinder. Hochklettern, über den Zaun drüber. Das sind Kiras Kinder. Das ist so. Kann man nicht mal leugnen. Kann man nicht mal leugnen, ehrlich doch. Alle Zäune austesten hier. Natürlich geht das nur, wenn Kira nicht dabei ist. Das ist klar. Jetzt können wir wieder Wechsel machen, ne? So. Weil das geht nämlich immer noch nicht, wenn die jetzt hier drin ist und Adolf ist dabei, das geht also auch nicht. Ne? Dann verteidigt sie noch ihre Jungen. Ne? Ja, nee, geht das auch nicht rein. Nee, noch nicht. Das gibt nur wieder Kampf. Das wollen wir nicht, ne? Kann doch nicht mein Ernst sein. Aber man sieht es vielleicht so. Kinders Kinder, echt. Kira, komm gleich hier. Milchbar, wo ist die Milchbar? Augen sind noch zu. Das ist noch nicht so weit. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Falsche Richtung, Kollege. Falsche Seite, Kollege. Ach, geht doch. Schau mal, geht doch. Guck mal, das wird zu eng. Übereinander, guck mal, übereinander. Guck mal. Ist doch keine Kultur, das ist doch keine Kultur. Ja? Ah, wird zu eng. Wird zu eng. Und dann irgendeiner kommt dann zu kurz. Und das sind dann meist die Kleinen hier. Ne? Kleines Frauchen hier. Dann muss ich schon was geben noch, ne? Ja, auch zu kämpfen, ehrlich. Wieder sauschwül, ne? Da läuft auch der Schweiß runter, du. Saumäßig schwül. Toll. Gut trainiert schon. Einmal frei. So. Schön. Ach. Das können die aber schön. Oh, ein schönes Bild. Mein Gott, Zapfen war nicht. Das sieht toll aus. So. Im Laber. Im Lenyang, Ila, im Lenyang. Im Lenyang, Kakin. Tapi, tap eng, Kin. Tap eng. Im Laba, im Ganon. Nalong. Dann nehmen wir den, da glaubt ihr schon satt hier. So, jetzt mal eine richtige Waage für richtige Männer hier. So, jetzt Edli. Dein Kilo? Ich glaube, auch ein guter. Ah! V. Oh, ein Kilo. Ein Kilo Rottweiler, bitte.
Lololoi? Nein! Ein Kilo Rottweiler. Aha. Da ist was gegangen, wa? In den Tagen hier. Was sagen jetzt noch einer? Frau. Dicke Frau. Ah, die wiegen alle ein Kilo. Boah, die wiegen alle ein Kilo. Oh, schlafen. Schlafen. Satt und schlafen. Kann nicht mehr. Also. Ein Kilo Rottweiler bitte. Am Stück oder geschnitten. Ekelig. Ah. Frau Kilo. Dicke Hals. Hey, jetzt kommt Kira noch auf die Waage. Nein, ne? Du musst eine andere Waage haben. Jungs, ich habe keine Zeit, Alter. Ich habe keine Zeit, ich muss Flasche geben. Ich muss Flasche geben. Ich habe keine Zeit mehr. Komm her. Komm her. Fertig oder was? Nächste her. Nächste. Also Jungs, viele Grüße und Küsse. Nee, falscher Text. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und Tschüssi. Nochmal eine kleine Information an meine kleine Zuschauerin, die Rita Krüger aus Nangrong. Eine von meinen kleinsten Zuschauerinnen sei hiermit herzlich gegrüßt. Und zwar hat sie sich beschwert bei ihrem Papa. Und zwar sagte sie, Papa, warum sagt der Uwe eigentlich immer Jungs? Ich bin doch ein Mädchen. Warum sagt er nicht auch Mädchens? Rita, du musst wissen, ne? Also alte Männer sind ein bisschen im Kopf vergesslich. Ne? Die vergessen immer so viel dann da, weißt du. Und dann sagen die nur Jungs. Die könnten auch sagen Jungs und Mädchens und Frauen und Omas und... Ja. Ne, das macht er nicht. Papa sagt immer hier Jungs. Und damit sind alle gemeint, ne? Auch du, Rita, bist damit auch natürlich gemeint, ne? Also, viele Grüße und Küsse. Der Uwe aus Thailand. Komm vor helfen. Komm vor helfen, Rita, komm vor helfen hier. Oh! Hier, der läuft schon. Du kannst Flasche geben. Ist das weit weg? Weiß ich nicht. Oh! Muss dein guten Papa sagen, ob der kommt. Zum Helfen hier. Also, gell? Jungs und Mädchen, du bist auch damit gemeint, ne? Also, und Tschüssle.